Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Sehr häufig, wenn wir zum Beispiel deutsche Filme schauen oder mit Muttersprachlern kommunizieren, hören wir solche emotionalen Ausdrücke wie zum Beispiel oh Mann oder oh je oder tja und so weiter und so fort. Es gibt unzählige. Und wenn man in Deutschland bzw. nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, dann weiß man nicht sofort, welche Emotionen damit ausgedrückt werden. Und somit kann die Kommunikation schwierig werden bzw. auch das Verständnis. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dieses Video zu drehen und euch ein paar typische, authentische Ausdrücke zu erklären. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. So, ihr Lieben, wir beginnen mit einer Interjektion. So heißen übrigens diese Ausdrücke, die ihr bestimmt schon tausendmal gehört habt. Und das ist natürlich, naja, naja. Naja wird in sehr verschiedenen Situationen und auch mit verschiedener Bedeutung verwendet. Wir schauen auf zwei sehr typische Fälle. Aber davor möchte ich dich darauf hinweisen, dass man naja getrennt schreibt. Diesen Fehler habe ich früher gemacht und auch viele Muttersprachler machen diesen Fehler. Sie schreiben es zusammen, aber eigentlich schreibt man das getrennt. Naja. Also, wann benutzen wir naja? Meistens benutzen wir es, wenn jemand seine Meinung zu etwas ausdrückt und wir unsere Zweifel haben, also nicht ganz zustimmen können, sozusagen. Beispielsweise sagt dein Freund zu dir, also du solltest auf jeden Fall kündigen, wenn du mit deinen Kollegen so unzufrieden bist. Und du antwortest, naja, so einfach ist das doch nicht. Dafür bin ich mit der Arbeit selbst und der Geschäftsleitung super zufrieden. Also siehst du, er hat seine Meinung zum Ausdruck gebracht und du kannst nicht ganz zustimmen. Also du hast deine Zweifel an dieser Aussage und sagst dann, naja. Der zweite typische Fall, wenn wir wirklich naja verwenden, ist, wenn wir nicht ganz ja sagen können, aber auch nicht eindeutig nein. Es gibt im Deutschen auch ein vergleichbares Wörterchen in dieser Bedeutung, und zwar jein. Das ist sehr ähnlich zu naja in dieser Bedeutung. Also nicht ganz ja, aber auch nicht ganz nein. Beispielsweise fragt dich deine Freundin nach einer Wohnungsbesichtigung, ob dir die Wohnung gefallen hat. Und du sagst, naja, sie ist schön hell, aber der Schnitt gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Also naja, das heißt, es gibt Vorteile, das ist eine helle Wohnung. Andererseits gefällt mir zum Beispiel der Schnitt gar nicht. Deswegen, naja, ich weiß es noch nicht. Genau, oder du fragst jemanden, bist du mit deinem neuen Auto zufrieden? Und die Person antwortet, naja, schon. Der einzige Haken ist, dass ich den Spritverbrauch total unterschätzt habe. Der einzige Haken, ne? Das ist auch so eine Floskel quasi. Also naja, das heißt, ja, schon, ich bin zufrieden, aber es gibt ein paar Nachteile oder einen Nachteil wie hier. Also naja ist super typisch, merkt ihr das gut und jetzt weißt du auch, was man damit ausdrückt, in der Regel. So, ihr Lieben, als nächstes nehmen wir einen weiteren Ausdruck, dem ihr bestimmt auch schon mal begegnet seid. Und zwar, oje, oje. An meinem Gesichtsausdruck seht ihr bereits, dass es nichts Positives ist. Diese Interjektion benutzen wir häufig als Reaktion auf etwas nicht so Schönes bzw. sogar Trauriges, was einer Person passiert ist und sie uns das erzählt. Also so reagieren wir quasi. Genau. Man kann sagen, das ist eine Art von Mitleid. Ja. Also so vergleichbar mit, es tut mir leid, nur halt kürzer und emotionaler, würde ich sagen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Sagen wir mal, dass ein Kommilitone von dir dir schreibt, also einfach auch WhatsApp,
und fragt, wieso du heute in der Vorlesung nicht aufgetaucht bist. Und du sagst, ich war am Wochenende wandern und bin umgeknickt. Und diese Person schreibt zurück, oh je, du Arme, erhol dich ein paar Tage. Oh je, also es tut mir echt leid, das ist ja echt blöd gelaufen. Ne? Damit zeigst du so ein bisschen Empathie und Mitleid. Wie gesagt, vergleichbar ein bisschen mit es tut mir leid. Oder ich kann zum Beispiel jemandem erzählen, dass es in meinem Wohnhaus vor kurzem, vor ein paar Monaten, gebrannt hat und ich glücklicherweise von der Feuerwehr gerettet werden konnte. Und diese Person, zu der ich das erzählt habe, kann sagen, oh je, ich kann mir nicht vorstellen, was für einen Schreck du erlebt hast. Oh je, also quasi so eine Alternative für krass, Wahnsinn, es tut mir echt leid. Oder etwas Einfacheres vielleicht, sagen wir mal, dass ein Bekannter zu dir sagt, dass ein bekanntes Ehepaar sich bald scheiden lässt und du bist wirklich sehr überrascht und sagst, oh je, das ist wirklich schade, die beiden sahen zusammen echt glücklich aus. Oh je, also ja, echt schade, tut mir leid und ja, ich habe es nicht erwartet sozusagen, so zeigst du deine Emotionen mit oh je, häufig natürlich verbunden mit einem gewissen Gesichtsausdruck und wie gesagt, das ist schon nichts Positives. So ihr Lieben, als nächstes nehmen wir die Interjektion oh Mann. Ja, diese Interjektion drückt in den allermeisten Fällen Ärger aus. Manchmal kann es auch so Erstaunen über eine Situation sein, aber in den meisten Fällen ist es wirklich Ärger. Und wie gesagt, also wenn ich das so ausspreche, ne, oh Mann, dann sieht man das auch mit einem entsprechenden Gesichtsausdruck und entsprechender Intonation ausgedrückt wird. Zum Beispiel, sagen wir mal, dass du an 2 Tagen in Folge über mehrere Termine vergessen hast und dann quasi am 2. Tag sagst du sogar, oh Mann, ich habe schon wieder einen Termin beim Arzt verpeilt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, also du ärgerst dich über dich selbst. Wie konnte das denn passieren? Oh, genau. Also oh Mann, dann sagt man das. Oder eine andere Situation, sagen wir mal, dass du im Homeoffice bist und warst in den letzten Stunden total in deine Arbeit vertieft und hast vergessen, dass eine Freundin von dir vorbeischauen wollte. Und dann sagst du, oh Mann, meine Freundin kommt doch in 15 Minuten zu Besuch und ich habe noch nicht mal aufgeräumt. Oh Mann, wieder, du ärgerst dich über dich selbst. Also, oh, wie konnte ich das bloß vergessen? Und mit diesem Oh Mann zeigt man nochmal seine Emotionen und somit wirkt man emotionaler. Das brauchen wir Menschen manchmal. So, ihr Lieben, als nächstes schauen wir auf Hä? Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört und natürlich ist es nichts Schönes, aber es wird leider Gottes sehr häufig verwendet, also sollte man wissen, was damit eigentlich ausgedrückt wird. Hä ist sehr umgangssprachlich, das sollte man sich schon klar machen, sehr umgangssprachlich und zum Teil auch sehr unhöflich, wenn es nicht spaßeshalber verwendet wird. Also man sollte es vor allem oder nur mit sehr nahestehenden Menschen verwenden. Also jetzt nicht unbedingt auf der Arbeit, im offiziellen Kontext sozusagen, das nicht unbedingt. Und hä kann tatsächlich sehr viele verschiedene Bedeutungen haben, aber immer ist es so ein Ausdruck einer negativen Überraschung. Also so, hä, was sagst du da? Also es kann zum Beispiel bedeuten, was ist los? Oder wie bitte? Oder was? Das habe ich doch nicht gesagt oder so. Also immer so eine Überraschung, wie gesagt. Wie quasi, wie bitte? Aber auf einer sehr unhöflichen Art. Und damit zeigt man sozusagen, dass man überrascht ist. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Das sagt man übrigens auch mit einem bestimmten Gesichtsausdruck.
so Deutsche häufig so, hä? Also sieht nicht besonders schön aus, sage ich mal. Und wir nehmen ein Beispiel. Sagen wir mal, dass du zu deinem Nachbarn sagst, du meintest doch, dass wir dein Auto benutzen dürfen und deswegen sind wir am Wochenende damit gefahren. Und er sagt, hä? Das habe ich doch nie gesagt. Ich brauche es selbst. Hä? Also quasi, was sagst du? Das habe ich nie gesagt. Also das ist doch Quatsch, was du erzählst. Also so, man ist negativ überrascht. Was ist hier los sozusagen? Ne? Oder ein anderes Beispiel. Sagen wir mal, dass du dich mit ein paar Freunden getroffen hast und dann spricht ein Freund sehr böse zu dir und das ohne Grund. Und dann sagst du, hä, wieso sprichst du so mit mir? Ich habe doch nichts getan. Hä, das bedeutet, was ist los? Warum bist du jetzt so sozusagen? Ich bin jetzt sozusagen so, ich zeige meine Überraschung sozusagen, dass ich überrascht bin, dass ich nicht verstehe, was los ist. Hä? Also wie gesagt, ein bisschen negativ. Und das benutzen Deutsche ziemlich häufig. So, ihr Lieben, nun nehmen wir tja. Tja, vielleicht habt ihr so diese kleine Interjektion noch nie wahrgenommen, aber sie kommt tatsächlich sehr häufig vor und deswegen sollte man sie kennen. Also, tja, was bedeutet das eigentlich? Ich würde es einfach, damit man das besser versteht, mit dieser Geste hier vergleichen. So etwas, ne? Und zwar drückt man damit einerseits eine Art Bestätigung aus. Man stimmt also eine Person zu, dem, was sie davor gesagt hat. Andererseits zeigt man aber auch so seine Traurigkeit über eine Situation, ne? Das ist so zusammen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Sagen wir, dass eine Kollegin auf der Arbeit zu dir sagt, ich habe gehört, dass Frau Scholze schon wieder über dich gelästert hat. Anscheinend kann sie sich immer noch nicht mit deiner Beförderung abfinden. Und dann antwortest du, tja, was soll ich sagen? Schon traurig, dass es solche Menschen gibt. Tja, was soll ich sagen? Genau diese Geste, tja. Ne? Also einerseits stimme ich dir zu, dass sozusagen sie wahrscheinlich immer noch Probleme mit mir hat, mit meiner Beförderung. Und andererseits ist es schon traurig, dass es solche toxischen Menschen gibt sozusagen. Oder wir nehmen eine andere Situation passend zum Sommer und zu dieser ganzen Situation oder zu diesem Wahnsinn an den deutschen Flughäfen. Und dann sagst du, oh, das Chaos an Flughäfen ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Wie kann man so unvorbereitet sein? Und dann sagt zum Beispiel dein Freund, tja, sie haben wohl auf ein Wunder gehofft und jetzt müssen so viele Menschen leiden. Tja, also quasi wieder, was soll ich sagen? Ne? Einerseits stimme ich dir zu und andererseits quasi schon traurig und sie haben wohl auf ein Wunder gehofft. Genau, also tja ist so aus meiner Sicht so natürlich einfach so ein Füllwort einerseits. Andererseits zeigt aber auch so ein bisschen Emotionen. Ne? Genauso wie alle diese Interjektionen. So ihr Lieben, als letztes nehmen wir aha. Aha. Aha wird häufig verwendet, wenn man etwas verstanden hat, beziehungsweise einfach vielleicht zur Kenntnis genommen hat und entweder überrascht ist oder gewisse Zweifel hat. Ja, so aha. Wir schauen auf ein paar Beispiele. Sagen wir, dass eine Kollegin zu dir sagt, also Katja hat gesagt, dass sie in unserem Team nicht mehr arbeiten möchte, weil wir zu viel Druck auf sie ausüben. Und dann sagst du, aha, und in welchem Team möchte sie denn jetzt arbeiten? Aha, also bedeutet, ich habe es verstanden, okay, aber, ne? Also ich bin ein bisschen überrascht sozusagen, quasi zur Kenntnis genommen, aber andererseits zeige ich auch meine Überraschung. Oder dir erzählt ein Bekannter, dass zwei andere Freunde von dir bald heiraten werden. Und du wusstest nicht mal, dass sie zusammen waren und sagst, aha, interessant, das ist ja eine Überraschung.
Aha, interessant. Also das ist sozusagen okay, habe ich verstanden, aber das ist wirklich eine Überraschung. Genau, also in dieser Bedeutung kann man aha häufig verwenden, wenn man sozusagen etwas gehört hat, dann das verarbeitet hat, verstanden hat und dann sozusagen auch noch seine Überraschung zeigt oder vielleicht gewisse Zweifel und so weiter. Aha wird häufig auch in dem Ausdruck ein Aha-Moment oder ein Aha-Erlebnis verwendet. Das ist praktisch so ein plötzliches Verständnis von etwas Wichtigem oder Interessantem. Auf Englisch benutzt man häufig das Wort Insight. So ein Aha-Moment ist ein Insight praktisch. Beispielsweise warst du letzte Woche auf einem Event und dann sagst du, bei diesem Event habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt und auch einige Aha-Momente erlebt. Solche Erfahrungen sind unbezahlbar. Also viele Aha-Momente erlebt, also so viele Insights gehabt, viele Momente, wo ich etwas Wichtiges verstanden habe, wo mir einiges klar wurde und sowas alles. Das ist ein Aha-Moment. So, meine Lieben, wir sind bereits am Ende dieses Videos. Tatsächlich sind solche emotionalen Ausdrücke gar nicht so einfach zu erklären und natürlich auch nicht einfach zu verstehen, weil sie einfach sehr viel auch mit dem Sprachgefühl zu tun haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr bestimmte Ausdrücke euch merken könnt und auch vielleicht bestimmte jetzt auch besser verstehen könnt. Ich würde euch auch bitten, vielleicht ein oder zwei Beispielsätze oder Beispielsituationen mit einem oder zwei von diesen Ausdrücken zu schreiben, also in die Kommentare zu schreiben. So kann man sie noch besser verinnerlichen und dann auch sich vielleicht selbst verwenden können. Ich würde mich natürlich auch über eure Unterstützung freuen und ja, ich wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!